Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit einem Farbwunsch von Tanja. Und ich liebe ja Farbwünsche, weil dann habe ich so eine Ahnung, was ihr gern sehen möchtet. Und zwar soll es blau, grün, türkis und silber werden. Ich habe noch ein Weiß mit reingeschummelt für den Kontrast. Sei mir verziehen. Und ich mag die Farbpalette zum einen, weil es Blautöne sind. Blau geht für mich immer. Und weil grün und blau und weiß türkis ergeben. Deswegen passt das alles ganz gut zusammen. Mit Silber habe ich oft keinen Erfolg. Entweder verschwindet es komplett oder es wirkt am Ende nur wie ein Grau. Wir werden sehen. Insgesamt passt das Ganze aber, wie ich finde, ziemlich gut zusammen. Und es gab keinen Wunsch für die Technik mit dazu. Deswegen, ihr wisst alle, was jetzt passiert. Natürlich wird es ein Ring Pour werden. Also es wird wahrscheinlich immer ein Ring Pour werden, wenn ihr mir nicht sagt, was für eine Technik ihr euch wünscht. Das heißt, wenn ihr Farbwünsche habt, die ich für euch mal umsetzen soll, schreibt am besten auch gleich mir die Technik dazu, wenn es kein Ring Pour werden soll. So, das heißt, wir haben einen großen Becher. Hier gebe ich jetzt die Farben so schichtweise mal rein. Und dann versuchen wir unser Glück. Die Leinwand selbst ist eine Malplatte, 40 x 60 cm. Eine eher untypische, ein untypisches Maß für mich, würde ich bald mal sagen. Aber wir versuchen das mal. Ich hätte ja am liebsten was Rundes wieder gemacht, weil die gehen für die Ring Pours, wie ihr wisst, ja am besten. Habe ich aber gerade keine da. Oder habe ich da, aber nur zu klein. Und das macht dann ja auch keinen Spaß. Für die von euch, die noch neu beim Pouring sind und sich fragen, warum ich die Farben über den Rand so reinschütte, das hat einfach den Hintergrund, dass die Farben so ein Stück weit übereinander bleiben und sich nicht direkt miteinander vermischen, quasi durchbrechen durch die Farbschichten und dann ja entsprechend gleich alles miteinander vermischt wird. Deswegen schütte ich die eher langsam über den Rand. Ich selbst habe meistens kein Gefühl dafür, wie viel Farben ich brauche. Meistens mache ich viel zu viele. Man kann das ausmessen, das ist korrekt, habe ich bisher nie wirklich gemacht. Ich mache das eher nach Gefühl, wie die meisten von euch vielleicht auch. Wenn zu viel Farbe übrig ist, kann man immer noch eine zweite Leinwand nehmen und dann sagen, okay, wir machen halt einfach zwei Bilder anstelle von einem. Dann habt ihr auf jeden Fall weniger Farbe, die ihr in Anführungsstrichen verschwendet habt. Habt aber auch den Vorteil, wenn ihr genügend Farbe habt, dass ihr auch genügend Effekte auf der Leinwand machen könnt. Ne, messt ihr genau die Farbe so aus, wie ihr sie vielleicht braucht, von der Menge her. Und habt dann Bereiche, die einfach nichts geworden sind. Auch das passiert ja immer wieder. Dann habt ihr nicht viele Möglichkeiten, da noch was zu korrigieren, wenn die Farbe alle ist. So. Ein klein wenig Restfarbe lasse ich mir in den Bechern immer noch drin. Also wirklich nur ganz wenig. Falls es doch Bereiche gibt, wo man dann mal was mit Originalfarbton korrigieren muss. Ansonsten ist das Ganze relativ glückbehaftet. So, fangen wir mal an. Aufgrund der Größe habe ich natürlich die Farbe ein bisschen bewegt. Wäre die Leinwand jetzt halbwegs quadratisch, hätte ich jetzt alles in die Mitte gepurt und dann bewegt. Das hätte jetzt hier nicht so richtig gut funktioniert, weil die Leinwand eben ja, fast doppelt so breit wie hoch ist. Deswegen ein bisschen bewegt. Und jetzt versuchen wir erstmal die Ränder ja, mit Farbe zu bedecken. Und ich glaube, mein liebster Teil könnte hier drüben werden. Hier gefallen mir die Farben richtig gut. Ich sehe schon, wir haben hier ein kleines Farbklümpchen drin. Das beseitigen wir gleich. So, und würde jetzt mal ein bisschen von der Farbe direkt über den Rand ziehen, dass die andere Farbe es dann leichter hat zu laufen. Das mag jetzt erstmal etwas brutal aussehen. Man verschwendet aber so am Ende weniger Farbe, als wenn man den Pour selbst über den Rand schüttet. Weil die Farbe jetzt von Natur aus gleich besser laufen kann. Am Ende spart das auch sogar ein bisschen Farbe ein.
glaube, ich würde es sogar so lassen wollen. Irgendwie gefällt es mir. Es trocknet natürlich ein bisschen dunkler. Ich hoffe, das Blaue trocknet richtig dunkel hier in der Mitte und auch die Zwischensequenzen hier, was die Zelleffekte sind. Nicht gebraucht hätte ich hier diese kleinen verschobenen Zellen in der Mitte. Die bekomme ich jetzt aber nicht wirklich weg. Kann man vielleicht ganz am Ende übermalen. Ansonsten finde ich die Effekte hier drüben ziemlich cool. Hat wieder so einen Weltraumnebeleffekt oder auch zwei verschiedene Flüsse, die sich treffen. Kann ja jeder rein interpretieren, was er oder sie möchte. Ich glaube, ich lasse das mal so trocknen. Viel der Farbe ist jetzt mit natürlich nach unten gegangen, das heißt, da ist gar nicht mehr so sehr viel Farbe auf der Leinwand drauf. Sollte also keine Ewigkeit dauern, bis es getrocknet ist. Ich denke mal, so einen Tag wird es trotzdem dauern. Aber das macht ja nichts. Stellen wir einfach zur Seite und während das Ganze trocknet, schlage ich vor, machen wir dieselbe Farbpalette nochmal mit Resin und versuchen, Moment, zeige ich euch, dieses Bild hier zu retten. Kennt ihr wahrscheinlich noch aus einem der letzten Videos, da ist hier die Kamikaze-Fliege drauf geflogen und hat sich quer durchgezogen. Eben einer der Gründe, warum es mir nicht so richtig gefällt, weil es einfach der Makel drauf ist, den ich noch nicht korrigieren kann. Also kommt hier nochmal eine Schicht Gesso drauf, machen wir was mit Resin und Pigmenten und Glassteinchen und all so Zeugs, dass es vielleicht hoffentlich seine letzte Schicht bekommt und dann ein erwachsenes Kunstwerk geworden ist. Also bis dahin, lassen wir es erstmal trocknen. Mir gefällt es wirklich gut und bis dahin. Und wie immer hier noch das getrocknete Ergebnis. Es ist noch ganz leicht feucht hier bei dem Blau, aber so gut wie trocken. Und das wäre das Ergebnis. Wie ich finde, sehr schön getrocknet. Gefällt mir auch wirklich gut als Design, als Muster. Die Farben sowieso sind ja meine Farben. Also Tanja, vielen, vielen Dank für diese Farbpalette. Gefällt mir sehr gut. Und ja, was soll ich sagen? Es gab keine Kamikaze-Fliegen. Also alles ist heil geblieben. Nichts ist darauf gelandet oder hat sich in der Farbe verfangen. Gefällt mir wirklich gut. Wenn ihr also auch Farbwünsche habt oder Technikwünsche, die ich mit den Farbwünschen machen soll, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare und ich setze das gerne für euch um. Bei Fragen zu den Produkten, zur Technik, wie immer auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten findet ihr alles, was ich hierfür benutzt habe, auch bei uns auf der Homepage. Schaut also gerne vorbei und versucht es doch selbst einmal. In diesem Sinne danke ich euch sehr fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Kreieren. Also dann, bis zum nächsten Mal und bis bald.